Wir verpacken hier viele kleine Geschenke in Schuhkartons und dann werden die zu Weihnachten verschickt an Kinder aus verschiedenen Ländern der Welt. Ich habe eingepackt in den Schuhkarton verschiedene kleine Geschenke, wie zum Beispiel für die Haare so Schmuck oder Socken, Handtuch, Zahnbürsten, Schokolade, Spiele. Man nimmt sich einen Karton, man schreibt drauf, was für ein Kind man beschenken will. Dann füllt man den Karton mit verschiedenen Gegenständen. Dann kann man einen kleinen Brief schreiben an das Kind als Nachricht. Wenn wir dann auch die Botschaft Weihnachten nutzen können, um diesen Kindern ein Lächeln zu schenken, um diesen Kindern ein Strahlen in die Augen zu geben, dann glaube ich, ist das eine tolle Sache, dass sich möglichst viele daran noch beteiligen. Pakete packen für Kinder, warum? Weil Weihnachten, das Ende des Jahres, ist der Zeitpunkt, an dem es Geschenke gibt für Kinder. Und ich glaube, egal wo die Kinder leben, wo sie herkommen, sie haben eigentlich alle so ein kleines Anrecht auf Freude. Ich finde, dass es dazu gehört, dass ein Kind Wertschätzung erfährt. Und das ist das Schöne daran, es ist nicht abstrakt, sondern es ist eine ganz konkrete Hilfe. Ich glaube, Weihnachten im Schuhkarton ist eine gute Aktion, weil man Kindern helfen kann, weil man sich engagieren kann ehrenamtlich und was verändern kann im Leben eines Kindes. Und ist es mit wenig Aufwand verbunden, wenn man hier an einer Packaktion teilnimmt. Deswegen glaube ich, ist es eine gute Idee, sich da anzumelden, sich zu engagieren, Päckchen zu packen, abzuschicken, Brief zu schreiben und damit einem Kind was Gutes tun zu können.